Der Landkreis Sinsheim war ein Landkreis in Baden-Württemberg, der im Zuge der Kreisreform am 1. Januar 1973 aufgelöst wurde. Geographie: Der Landkreis Sinsheim lag im Nordwesten Baden-Württembergs. Geografisch hatte er überwiegend Anteil am nördlichen Kraichgau. Die Kreisstadt lag etwa in der Mitte des Landkreises. Seine Nachbarkreise waren 1972 im Uhrzeigersinn beginnend im Nordwesten Heidelberg, Musbach, Heilbronn, Feingen, Karlsruhe und Bruchsal. Geschichte: Das Gebiet des Landkreises Sinsheim gehörte vor 1803 überwiegend zur Kurpfalz. Dann kam es an das Land Baden, das 1806 zum Großherzogtum erhoben wurde. Es entstanden Ämter und so auch ein 1813 DK -Sekunden Bezirksamt Sinsheim. Das mit dem benachbarten Bezirksamt Neckarbischofsheim den überwiegenden Teil des späteren Landkreises Sinzheim abdeckte. 1840 wurde Sinzheim und das benachbarte Amt Eberbach zu großherzoglich badisch fürstlich-leiningischen Bezirksämtern erhoben. Gleichzeitig wurde für die fürstlich-leiningischen Orte das Bezirksamt Hoffenheim eingerichtet, das jedoch bereits 1849 wieder aufgelöst wurde. 1864 wurde das Bezirk Samt Neckarbischofsheim aufgelöst und sein Gebiet dem Bezirk Samt Sinsheim zugeordnet. Das zum R-Bezirk Mannheim gehörte, wurde das Bezirk Samt Eppingen aufgelöst und ein Teil der Orte kam zum Bezirk Samt Sinsheim. Wie alle badischen Bezirksamter erhielt das Bezirk Samt Sinsheim 1939 aufgrund des Gesetzes über die Landkreisselbstverwaltung die Bezeichnung. Landkreis Sinsheim. Nach der Bildung des Landes Baden-Württemberg 1952 gehörte der Landkreis Sinsheim zum Regierungsbezirk Nordbaden. Durch die Gemeindereform ab 1970 veränderte sich das Kreisgebiet in drei Fällen. Am 1. September 1971 wurde die Gemeinde Landshausen dem Landkreis Bruchsal zugeordnet. Weil sie am gleichen Tag Teil der neu gebildeten Stadt Kreichtal wurde. Am 1. Januar 1972 wurden die Gemeinden Eichelberg und Tiefenbach in die Gemeinde Östringen eingegliedert und gehörten damit ebenfalls zum Landkreis. Bruchsal. Mit Wirkung vom 1. Januar 1973 wurde der Landkreis Sinsheim schließlich aufgelöst. Der nördliche Teil und mit ihm die Kreisstadt Sinsheim wurde dem neu gebildeten Rhein-Neckar-Kreis. Der südliche Teil dem Landkreis Heilbronn zugeordnet, ein paar Gemeinden kamen auch zum Landkreis Karlsruhe. Rechtsnachfolger des Landkreises Sinsheim wurde der Rhein-Neckar-Kreis. Alle Einwohnerzahlen sind Volkszählungsergebnisse. Der starke Anstieg der Bevölkerung während und unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg ist dem Zustrom von Flüchtlingen und Vertriebenen geschuldet. Da während des Krieges der männliche Zustrom durch Verlagerungsverluste unter der männlichen Bevölkerung nahezu ausgeglichen wurde. Während im selben Zeitraum von 1939 bis 1945 die weibliche Bevölkerung um rund 40 Prozent zunahm, bestand in der Folgezeit ein deutlicher Frauenüberschuss Politik, die Oberamtmänner bzw. Landräte des Bezirksamts bzw. Landkreises Sinsheim 1813 bis 1972 1813 bis 1823 Georg Beule 1823 bis 1834 Moritz Siegel. 1834 bis 1840 Josef Lang. 1841 bis 1844 Markarius Felleisen 1845 bis 1847 Wilhelm Bulster 1847 bis 1848 Franz Anton Steiger. 1848 bis 1849 Philipp Bode. 1849 bis 1852 Ludwig Adolf Wilhelmy. 1852 bis 1871 Leopold Otto. 1871 bis 1877 Otto Frei. 1877 bis 1882 Karl August Kopp 1882 bis 1886 Albert Jung 1886 bis 1890 Max Becker 189 Millionen Richard Teubner 1890 bis 1896 Ludwig Gadum 1896 bis 1902 Franz Keim 1902 bis 1904 Adolf von Beck 1904 bis 1908 Hermann Ludwig Pfeiffer 1908 bis 1913 August Meyer 1914 bis 1924 Alfred Tritschler 1924 bis 1925 Friedrich Thoma 1926 bis 1935 Paul Strack 1935 bis 1939 Friedrich Denzel 1939 bis 1945 Walter Schäfer 1945 bis 1946 Roman Großmann 1946 Gottlob Barth und Kurt von Kirchenheim 1946 Wolfgang Rutschke 1946 bis 1947 Hermann Lindner 1947 bis 1948 Johann Gutermann 1948 Ludwig Benheim 1948 bis 1949 Georg Steinbrenner 1949 bis 1950 Walter Reidel 1950 bis 1972 Paul Herrmann Das Wappen des Landkreises Sinsheim zeigte in Gold einen rot bewährten, schwarzen Adler belegt mit einem von Gold und Schwarz gespaltenen Brustschild, darin vorne ein roter Schrägbalken, hinten ein rot gekrönter, rotbewehrter und rotbezungter goldener Löwe. Das Wappen wurde dem Landkreis Sinsheim am 17. Mai 1956 durch das Innenministerium Baden-Württemberg verliehen. Das Wappen spiegelt die historischen Herrschaftsverhältnisse im Kreisgebiet wider. Der Adler symbolisiert die Reichsritterschaft Kraichgau, zu der einige Gemeinden des Kreises bis 1803 gehörten. Der Großteil gehörte jedoch zur Kurpfalz. Daher ist der Kurpfälzisch-Bayerische Löwe abgebildet. Der Schrägbalken ist dem badischen Wappen entnommen. Er wird auch im Eppinger Stadtwappen geführt, der zweitgrößten Stadt des Kreises. Wirtschaft und Infrastruktur. Durch das Kreisgebiet führte von West nach Ost die Bundesautobahn 6 Mannheim-Heilbronn. Ferner führen die Bundesstraßen 39, 45 und um die 292 durch das Kreisgebiet. Städte und Gemeinden Zum Landkreis Sinsheim gehörten ab 1938 zunächst vier Städte und 48 Gemeinden. 1945 wurde von der amerikanischen Besatzung die Stadt Bad Wimpfen, die bis dahin zu Hessen gehörte, dem Landkreis Sinsheim zugeordnet. Doch kam diese 1952 auf Wunsch der Bevölkerung zum Landkreis Heilbronn. Am 7. März 1968 stellte der Landtag von Baden-Württemberg die Weichen für eine Gemeindereform. Mit dem Gesetz zur Stärkung der Verwaltungskraft kleinerer Gemeinden war es möglich, dass sich kleinere Gemeinden freiwillig zu größeren Gemeinden vereinigen konnten. Den Anfang im Landkreis Sinsheim machte die Gemeinde Flinsbach, die sich mit Wirkung vom 1. Januar 1970 mit der Gemeinde Helmstadt vereinigte. In der Folgezeit reduzierte sich die Zahl der Gemeinden stetig, bis der Landkreis Sinsheim schließlich 1973 aufgelöst wurde. Die größte Gemeinde des Landkreises war die Kreisstadt Sinsheim. Die kleinste Gemeinde war Bockschaft. In der Tabelle stehen die Gemeinden des Landkreises Sinsheim vor der Gemeindereform. Die Einwohnerangaben beziehen sich auf die Volkszählungsergebnisse in den Jahren 1961 und 1970. Kfz-Kennzeichen Am 1. Juli 1956 wurde dem Landkreis bei der Einführung der bis heute gültigen Kfz-Kennzeichen das Unterscheidungszeichen SNH zugewiesen. Es wurde bis zum 31. Dezember 1972 ausgegeben.